zumindest zu ihrer Mannschaft. Und die sieht heute folgendermaßen aus. Da gibt es drei Veränderungen. Sabitzer raus, Boskovic raus, Schrammel raus. Für Schrammel Lukas Dehner, der sein Saisondebüt in der Startelf beginnt und überhaupt zum ersten Mal in der Liga von Beginn an spielt. Der 22-Jährige, den mag Zoki Barisic richtig gerne. Thanos Petsos, er macht sein erstes Spiel für Rapid. Der junge Grieche, 22 Jahre, ist da alt bei Bayer Leverkusen in der Jugend groß geworden. Für Kaiserslautern zwei ganz gute Saisonen gespielt, vor allem eine davon war richtig stark und dann bei Greuther Fürth zuletzt auch ein paar Bundesligaspiele in der deutschen Meisterschaft absolviert. Und Terence Boyd, auch er darf heute beginnen. Goschan leitet heute sein 20. Bundesligaspiel, assistiert von Matthias Winsauer und Michael Baumann. Ja, was hat sich Heimo Pfeifenberger überlegt? Die Wiener Neustädter haben das System verändert. Statt 4-1-4-1 gibt es diesmal ein 4-4-2, eine personelle Veränderung. Stefan Rakowitz kommt hinein ins Team, der hat ja ganz gute Erinnerungen hier an Sanabim, hat im vergangenen Oktober ein Tor gemacht und Thomas Bichlmann hat diesmal einen Sturmpartner mit Herbert Rauter. Das wird den guten Bichlmann mit Sicherheit erfreuen, dass er dann nicht allein auf weiter Flur seine Kreise ziehen muss. Er, der ja auch zwei Bundesligaspiele für Rapid absolviert hat, ein paar Minuten waren es in der Saison 99-2000, hat ja auch für die Wiener Austria gespielt. Am erfolgreichsten war er eigentlich in Pasching und dann eben 5 Saisonen in Italia, in der Serie B und jetzt eben bei Wiener Neustadt. Dominik Goschan hat angekündigt, das ist keine Überraschung, so zwischen der 20. und 25. Minute eine Trinkpause zu verordnen. Und ich denke, das ist heute wirklich nachvollziehbar. Rapid eröffnet die zweite Runde in der Tipp-3-Bundesliga-Saison 2013-2014 von links nach rechts. Die Hütteldorfer in dieser ersten Hälfte. Rakowitz. Gleich mal ein interessanter Zweikampf, den er verliert gegen Dominik Widra. Christopher Trimmel und da ist Terence Boyd. Toller Kopfball, starke Parade von Jörg Siebenhandel. Ja, lange hat es nicht gedauert mit der ersten Top-Szene. Nach 15 gespielten Sekunden Rakowitz mit dem Ballverlust. Christopher Trimmel wird nicht weiter attackiert. Gut getimt diese Flanke, auch ein starker Kopfball. Viel besser kann man den, denke ich, nicht setzen von dieser Position aus. Und Jörg Siebenhandel zu Beginn schon hellwach und hoch konzentriert. Jener Siebenhandel, der letzte Spieler ist dieses Teams, der seit dem Bundesliga-Aufstieg mit dabei ist. Terence Boyd hat sich richtig gut aufgedrängt im Training. Und scheint auch schon wieder sich zu nähern seiner 100%igen Fitness. Nimmt er das Tempo raus, zurück ins Spiel zu Christopher Dibon, das ist Lukas Dehner, eben am Ball gewesen. Ist der allergrößte, 1,70 Meter soll er groß sein, etwas über 60 Kilogramm leicht. Barisic kennt ihn natürlich sehr gut von den Amateuren. Und jetzt hat er den Sprung zu den Profis geschafft. Widra, den hat er schon in der vergangenen Saison geschafft. Dominik Widra den Sprung ganz nach oben. Lukas Dehner wieder auf die Salzburg-Leihgabe. Dibon Sonnleitner. Trimmel startet, aber das hat auch Marcinko überzuckert. Wieder Rakowitz, diesmal ja, kein Ballverlust. Und die erste interessante Offensivszene vielleicht, die wir jetzt sehen werden von den Neustädtern. Da macht auch Peter Linker mit, gemeinsam
Jetzt der Angriff mit Herbert Rauter und Dennis Mim schafft es nicht, Raimund Pfeifenberger zu erfreuen mit einer gelungenen Aktion. Terence Boyd. Ja, das ist immer wieder zu sehen bei ihm. Das ist hinlänglich bekannt. Seine Qualitäten liegen im Strafraum, nicht unbedingt in der Ballbearbeitung, Ballbehandlung im Mittelfeld. Thanos Petzos hat sich da eben eingeschaltet. Fehler von Widra. Jetzt können die Neustädter umschalten über Rakowitz. Widra versucht den Fehler wieder auszubessern, kommt aber nicht entscheidend hinein in den Zweikampf. Und jetzt führt er den Ball wieder raus. Das Umschaltverhalten ist jetzt gefragt bei Rapid, bei Steffen Hofmann und bei Louis Schaub. Wieder Hofmann. Nicht optimal gespielt für Burgstaller. Tor gemacht in Wolfsberg. Zum Sieg hat es dennoch nicht gereicht. Raimund Pfeifenberger, wissen Sie natürlich, 4 Jahre bei Rapid gespielt, auch gegen Zoki Barisic. Zu sehr hier möchten sich trotz großer Hitze gerne bewegen, stehen jetzt alle auf und sehen Louis Schaub zu. Steffen Hofmann. Ja, Hofmann hat gesehen, dass Burgstaller im Abseits wäre, deshalb hat er den Pass nicht gespielt. Da hat sich Burgstaller zu früh bewegt, einfach in die Schnittstelle. Die Neustädter stehen extrem tief. Alle hinter dem Ball. Gibbon auf Lukas Denner. Legt sich der Ball etwas zu weit vor. Terence Boyd hilft mit. Thanos Petzos. Schön angespielt von Schaub. Dann allerdings der Fehlpass des Deutsch-Griechen. Ermahnung für Dominik Widra. Ja, der lange Ball von Christoph Freitag hat sich nicht ausgezahlt. Natürlich wollen die Niederösterreicher hier zu Beginn mal gut stehen, defensiv kompakt agieren. Hier zumindest vereiteln sie einen Pass von Jan Novota, der gezwungen ist, den Ball weit nach vorne zu jagen. Terence Boyd, Kopfballsieger, gut reingekommen in dieses Spiel. Dominik Widra, wieder Terence Boyd. Abseits von Burgstaller. Gefragter Mann bei hohen Bällen, Thomas Bichelmann. Aber mehr als für einen Rempler gegen Christopher Dibon hat es nicht gereicht in dieser Situation. Christopher Dibon, der starke Zweikampfwerte hatte. In Runde 1 in Wolfsberg, knapp 80% seiner Zweikämpfe hat er für sich entscheiden können. Auch die Passgenauigkeit war sehr gut. Burgstaller. Ja, das nennt man wohl einen geländegängigen Haken. Und dann noch gleich das
das Abheben hinterher. Das kennt man von Burgstaller. Hofmann retour zu Mario Sohnleitner. Rapid hat das Spiel schnell in den Griff bekommen. Tritt von Beginn an dominant auf. Superball von Hofmann auf Terence Boyd. Sieht einfach aus, aber ist natürlich nicht einfach zu timen, dieses Zuspiel. Perfekt hinein in die Schnittstelle und der Abschluss war dann nicht gut von Boyd. Den Header auch aufs Kurze bringen können, von Bayern 7 Handel. Aber hat den Ball nicht richtig getroffen. In der vergangenen Saison 30 Spiele gemacht, 13 Tore erzielt. Also der hat schon seine Qualitäten vor dem Tor. Es dauert etwas, bis er den Ball unter Kontrolle bringt. Wird immer wieder hochgelobt, nicht nur von Heimo Pfeifenberger. Natürlich in Italien, da wird man taktisch perfekt ausgebildet. Für Rauter am robusten Sonnleitner vorbeizukommen. Wiener Neustadt hat ein einziges Mal hier im Hanapi gewonnen. Das ist schon ein paar Jahre her, 2010. Damals noch unter Trainer Peter Schüttel mit dem Siegtorschützen Guido Burgstaller. Peter Linker. War gut von Matthias Koch, aber der Raumgewinn hat sich dabei auch nicht eingestellt. Ungenau von Rakowitz und deshalb wurde hier Marcinko zu diesem Zweikampf gezwungen und der hat beiden wehgetan, Widra und Marcinko. Ja, das war so ein Schienbeinbruchpass, den der Rakowitz gespielt hat. Dann rutscht Marcinko unglücklich weg. Und damit hinein in den Gegenspieler. Ah, voll aufs linke Knie von Dominik Widra, der da hoffentlich nicht auch noch eine Bänderverletzung davon getragen hat. Denn da war die Stabilität am linken Fuß nicht mehr gegeben. Entwarnung mal aus. Beide stehen zumindest schon. Aber bei Widra sieht es noch nicht so aus, als dass man hier tatsächlich sagen könnte, der ist unbeschadet davon gekommen. Da muss noch nachbearbeitet werden. Marcinko möchte schon wieder eingreifen. Momentan also jetzt noch 10 gegen 10. Lauter Trimmel fängt diesen Pass an. Freitag gegen die Salzburger noch im Mittelfeld agiert, aber Mali wurde rausgenommen. Freitag ist retour gegangen in die Innenverteidigung und bei Dominik Widra wird es nicht weitergehen. Hat angezeigt, unmissverständlich, ich muss raus. Der Marcinko kann man bei diesem Zweikampf, finde ich, keinen großen Vorwurf machen. Der hat halt alles versucht, ist dann weggerutscht und unglücklich in Widra hineingeprallt.
Branko Boskovic. Macht sich bereit. Boskovic, der nicht überzeugen konnte beim Saisonstart. Wird jetzt also mit Thanos Petsos die Mittelfeldzentrale bilden. Aufmunternder Applaus für Dominik Widra, der nochmal genau erklärt, wie das Ganze passiert ist. Über diesen verfehlten Abschlag. Sonnleitner, Dibon. Zwei Top-Chancen hatte Rapid schon in dieser Anfangsviertelstunde. Beide Male durch Terence Boyd. Einmal per Kopf und einmal mit dem rechten Fuß. Petsos. Falscher Einwurf von Thanos Petsos. Boskovic. Lukas Denner. Wieder retour zu Dibon. Die Neustädter warten weiter ab. Lassen Rapid kombinieren, unbehelligt bis zur Mittellinie. Und sogar noch ein bisschen weiter. Burgstaller. Boskovic. Petsos möchte mitmachen. Hatte schon bei Greuther Fürth sehr viele Ballkontakte, nur Schmidtgall hatte im Schnitt mehr. Denn auf Burgstaller. Ja, viel Gefühl, aber ein Missverständnis. Das hatte Petsos nicht am Zettel. Wow. Also mindestens gelb, wenn nicht sogar rot, ja. Das habe ich befürchtet. Das habe ich befürchtet. Dennis Mim. Also so eine Attacke, völlig unnötig. Und Ocean hatte beste Sicht. Und das haben hier alle gesehen im Stadion, dass Mim keine Chance auf den Ball hatte. Ich denke, das ist jetzt okay, was er macht. Er entschuldigt sich bei Terence Boyd. Das ist zumindest eine faire Geste, denn man kann sich vorstellen, wie sauer man als Spieler ist, wenn man die rote Karte gesehen hat. Aber Dennis Mim weiß ganz genau, was er da gemacht hat. Das werden einige Spiele Sperre. Das ist klar. Unter drei wird es wohl nichts. Zumindest hat er es eingesehen, dass das ein echtes Blackout war. Siebenhandel. Terence Boyd kann weiterspielen. Das ist nach dieser Attacke sehr erfreulich. Petsos. Am Charakter des Spiels wird sich jetzt nicht viel verändern, denn viel defensiver können die Neustädter auch zu zehnt nicht spielen. Nur das Umschalten wird jetzt schwieriger. Wickelmann wird als Solospitze fungieren und Rauter muss jetzt natürlich ins Mittelfeld. Boskovic und für Rapid
könnte es eine Geduldssache werden. Oh, Hofmann, das war ein klares Foul, nichts Böses, aber den Freistoß, den gibt es natürlich. Attacke von Matthias Koch. So, jetzt muss aber noch ein bisschen Bewegung rein ins Rapid-Spiel. Trimmel, Petzos. Peter Linker. Tut sich noch ein bisschen schwer. Schaub, der ein wirklich schönes Tor gemacht hat in Wolfsberg. Nicht unbedingt aufgrund der Entstehung, aber wie er da in hohem Tempo den Ball verarbeitet hat, das war sehenswert. Und jetzt hat er eine Schussposition, aber zieht es vor, Hofmann einzubinden. Abstoß, die Entscheidung von Dominik Oschan. Knapp 20 Minuten sind absolviert im Hanapi-Stadion. Noch keine Tore, weil sie später erst zu uns gekommen sind, dem Freibad entstiegen sind. Zwei große Chancen hat es gegeben. Beide vergeben von Terence Boyd, wobei in der ersten Szene Siebenhandel stark pariert hat. Oh, das war nicht besonders stark, aber ist gerade noch gut gegangen. Und eben vor ein paar Minuten die glasklare rote Karte für Dennis Mim für ein brutales Foul an Terence Boyd. Das sind jetzt genug Spieler in der Rapid-Zentrale, die einen guten Pass spielen können. Mit Hofmann, mit Boskovic, mit Thanos Petzos. Offensivfoul von Burgstaller. Ja, so viel hat er jetzt auch nicht gemacht. Recht geschickt gelöst von Mario Pollhammer. Der hatte zumindest ein Erfolgserlebnis beim 1:5 gegen die Bullen. Ja, die Spielverlagerung wäre angebracht, das hat Hofmann ähnlich gesehen. Trimmel. Boskovic. Lästig, aber gut attackiert von Herbert Rauter. Und Dominik Oschan hat jetzt eine Trinkpause verordnet. Diese Pause wird natürlich auch damit verbracht, ein paar taktische Korrekturen vorzunehmen, falls möglich. Da hat vor allem Heimo Pfeifenberger viel zu tun. Gezwungen, das System umzustellen von 4-4-2. Eben jetzt nur noch mit einer Solospitze. Mit Thomas Bickelmann und Herbert Rauter mehr und mehr mit Defensivaufgaben versorgt für die verbleibende Spielzeit. Und auf der anderen Seite wird Wolczoge Barisic daran appellieren, zum einen nicht die Geduld zu verlieren, zum anderen vielleicht doch etwas schneller in die Spitze zu spielen.
gesagt. Akteure, die einen guten, präzisen Pass spielen, gibt es genug bei Rapid. Bichlmann kommt da sogar hin gegen Sonnleitner und jagt dann seiner Vorlage hinterher. Denner, Petzos. Der hier gleich eine Chefrolle einnimmt im Mittelfeld. Jetzt muss mal was kommen von Christopher Trimmel. Es kommt auch eine brauchbare Hereingabe. Boskovic, Hofmann, Thanos Petzos. Ja, der hat schon einen ganz guten Schuss. Hat es bei Greuther Fürth auch immer wieder Freistöße getreten. Und bei einer derart freien Schussbahn kann man es schon mal versuchen. Hat er gut gesehen, dass Hofmann startet, aber der im Abseits. So hat es zumindest Matthias Winsauer interpretiert. Da startet Hofmann und hier kommt der Pass. Sprich, es war kein Abseits. Boskovic zündet diese hübsche Kerze an. Ja, das ist natürlich eine mühevolle Aufgabe jetzt für Wiener Neustadt. In Unterzahl im Hanapi-Stadion bei diesen Temperaturen spielen zu müssen, muss man fast schon sagen. Gutstaller, Hofmann, Trimmel. Gute Idee. Kein Foul, sagt Dominik Uschan. Und wieder Bichlmann ganz alleine, hat da überhaupt keine Chance, was zu bewegen. Wenn, dann vielleicht nach Standards, wenn sie denn zu welchen kommen. Trimmel wieder sehr viel Raum für ihn. Terence Boyd, ja, den muss er eigentlich machen. Denn er muss einfach spekulieren, dass der Ball durchkommt. Da kann man nicht überrascht tun. Seine dritte Top-Chance, Petzos. Also lang kann es ja nicht mehr dauern, hat man den Eindruck. Bibon, Lukas Denner. Ball bleibt bei Rapid. Schaub. Noch einer der unauffälligeren Akteure.
viel auffälliger Christopher Trimmel. Wenn er am Ball ist, dann wird es richtig gefährlich, auch hier. Und jetzt ist der Bann gebrochen. Guido Burgstaller mit dem 1:0 für Rapid, 28. Minute. Selten hat sich ein Tor mehr angekündigt als dieses. Der Vorlagengeber nach dem bisherigen Spielverlauf eigentlich logisch. Der kann auch mit links ganz gut. Ganz simpel, der Haken, schön die Flanke, Burgstaller. Der setzt den Kopfball perfekt. Ja, und Rapid hat natürlich auch ein Erfolgserlebnis. Bitter nötig, wenn wir da an die kommenden so schwierigen Aufgaben denken. Die Europa League wartet schon am kommenden Donnerstag in Griechenland gegen den dritten der abgelaufenen Saison in Griechenland, Asteras Tripolis. Unheimlich unangenehmer Gegner. Danach das Auswärtsspiel in Graz bei Sturm, dann das Rückspiel in der Europa League und dann das Derby am Sonntag, am 11. August. Burgstaller beginnt die Saison ganz gut in Sachen Ligatore. Und wenn es heute diesmal nicht zum Sieg reicht, das wäre dann doch eine riesen Überraschung. Denner. Burgstaller. Hofmann, Trimmel winkt wieder. Trimmel startet. Trimmel kommt diesmal nicht hin, war nicht optimal gespielt von Steffen Hofmann. Die Entstehung des Treffers, Louis Schaub. Hofmann, da haben sie überhaupt keine Mühe, die Bälle zu verteilen. Die Neustädter kommen nicht rein in die Zweikämpfe. Burgstaller komplett freistehend, völlig ungedeckt. Das war übrigens das erste Kopfballtor in dieser noch jungen Saison. Und zwar die gesamte Liga betreffend. Burgstaller hat im Übrigen zum ersten Mal gegen seinen Ex-Verein getroffen. Dann aus Bezos. Ja, da hat Boskovic mal versucht, in die Mitte zu spielen, in Richtung Terence Boyd. Dabei ist es momentan ziemlich simpel für Rapid, die Bälle rauszuspielen auf den Flügel. Und der kann dann für eine gefährliche Hereingabe sorgen. Zumeist war es bisher Christopher Trimmel. Lukas Denner traut sich da offensiv noch nicht so viel zu wie der erfahrenere Trimmel auf der anderen Seite. Jetzt muss er wieder mal defensiv ran. Haben wir lange nicht mehr gesehen, dass Rakovic und Co. des Gegners Hälfte betreten. Und da gibt es sogar die Ecke.
Und das ist möglicherweise die einzige Chance für Wiener Neustadt, heute zum Torerfolg zu kommen. Also sehr wichtig jetzt diese Ecke. Eckball Nummer 1 in der 33. Minute wird flach hineingespielt in Richtung Pückelmann. Warum eigentlich? Marcinko, das war nichts. Langweilig bisher für Jan Novotar, der Arbeitstag. Der Betrauter muss jetzt die blutige Hose mit einer anderen verdecken. Sicherlich angenehm bei diesen Temperaturen mit zwei Hosen zu spielen. Solange hier nicht das 2:0 fällt für Rapid, gibt es natürlich noch die Hoffnung für Wiener Neustadt, irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Wie auch immer das gelingen sollte. Vielleicht er jetzt. Ja, der Laufweg war gut von Herbert Rauter und gar nicht unmöglich, diesen Ball auch mitzunehmen. Und dann hätte er tatsächlich eine Chance vorgefunden. Wie gesagt, ganz stark der Laufweg und dann kommt er um ein paar Zentimeter zu kurz. Auf der anderen Seite wird es wieder prickelnd. Burgstaller. Nette Idee, aber schwierig in der Umsetzung. Lauter. Ja, Ball läuft bis hierhin ganz gut, aber auch nur bis hierhin. Dann hat die Abstimmung nicht gestimmt zwischen Koch und Pichelmann. So war Sonnleitner der lachende Dritte in dieser Situation. Petzos. Louis Schaub. Petzos, der schon 41 Ballkontakte hat. Da hat nur Steffen Hofmann bisher um ein paar mehr. Aber das ist keine große Überraschung. Das weiß man vom 22-Jährigen, dass er gerne am Spiel teilnimmt. Ist ja auch jetzt nicht ganz unüblich auf dieser Position. Jetzt, ja, Trimmel hat sich zunächst selbst ausgespielt. Jetzt hat Schaub die Schusschance. Ja, viele glauben daran, dass Louis Schaub eine ganz starke Saison spielen könnte. Feine Ballbehandlung und schießen kann er auch. Absolut ein grün-weißer Hoffnungsträger. Rakowitz kommt angerauscht. Rakowitz geht durch, kommt zum Abschluss. Und dann so etwas. Stefan Rakowitz hat die Ausgleichsmöglichkeit dank seiner Dynamik, seiner Schnelligkeit und in diesem Falle der Schläfrigkeit der gesamten Rapid Defensive. Ist halt auch nicht immer einfach, mit einem Mann mehr gegen eine Mannschaft
zu spielen, die kaum einmal aus der eigenen Hälfte rauskommt und dann auf den Punkt genau wieder hellwach zu sein in der Abwehrarbeit. Und jetzt könnte es aber wieder klingeln. Toll, toll, toll gespielt. Saisontor Nummer 3. Guido Burgstaller. Statt 1:1 steht 2:0 für Rapid. So hebelt man eine Abwehr aus. Lukas Denner, Hofmann, keine Spur von Abseits. Sauberer Abschluss von Burgstaller. Bezos. Boskovic. Schön gespielt von Hofmann. Ja, ein bisschen kompliziert jetzt. Von Burgstaller. Gedacht. Polama. Koch. Rakovic, er hätte diesem Spiel noch eine frische Note geben können. Jetzt könnte es richtig deutlich werden. Luis Schaub hat Glück, dass er den Ball noch mal zurückbekommt. Der Pass war eigentlich nicht gut. Sehr aktiv, Steffen Hofmann bisher. Der nicht nur als Ballverteiler glänzen will, sondern auch selbst ab und an den Sprintweg in die Schnittstelle sucht. Gibbon, den Boskovic. Jetzt keine große Bewegung vonnöten auf Seiten Rapids. Denner, der hat einen starken Antritt, wenn da noch die Routine dazu kommt. Hofmann. Wollte durchstecken. Ist nicht gelungen. Peter Linker. Polama Rakovic. Ja, Rakovic hat das gut gesehen, dass sich Polama schön gelöst hat. Bekommt den Ball beinahe wieder retour. Rauter. Marcinko, wo ist Bittelmann? Der wird hier nicht bedient. Dafür wieder Stefan Rakovic. Schön gelöst von Christopher Dibon. Der Rapid hat hier alles im Griff, leistet sich dann aber immer wieder ein paar defensive Schwächen, die aber noch nicht bestraft werden. Burgstaller Trimmel.
Vincenzo's, der war nicht einfach für Terence Boyd. Rakowitz macht das einzig Richtige, knallt den Ball raus aus der eigenen Hälfte. Damit können sich die Niederösterreicher wieder neu sortieren, neu aufstellen. Gesehen, Denner nicht im Abseits. Eine gewisse Nervosität wäre nachvollziehbar beim Startelf-Debütanten Burgstaller. Hofmann, Burgstaller hat sich dann wieder wunderbar gelöst. Neustädter können nicht entscheidend eingreifen, können nur zusehen, wie Burgstaller sein zweites Tor heute Nachmittag erzielt. Gut, gegen Wolfsburg hat Rapid auch 2:0 geführt, aber das waren doch andere Vorzeichen als heute. Zum einen Heimspiel, zum anderen 11 gegen 10. Gefährlich war der für Peter Linker. Da macht er noch das Beste draus. Und so nähern wir uns der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Natürlich wird es da was drauf geben aufgrund der Trinkpause, die da logischerweise verordnet wurde von Dominik Oschan. Dann hat es die Verletzung von Dominik Widra gegeben, gleich zu Beginn. Also alles ist hier trotz der 2:0-Führung für Rapid doch nicht rund gelaufen. Aus Sicht der Gastgeber. Burgstaller kann wieder Tempo machen. 2 Minuten werden gerade angezeigt. Geht's hier noch? Wieder Burgstaller. Schön gesehen, Hofmann. Das war Rückpass verdächtig. Kein Abseits. Und deshalb kommt hier Schaub noch zum Abschluss. Petzos setzt nach. Wieder Louis Schaub. In der Mitte Terence Boyd. Aber so weit kommt es nicht. Es gibt die Ecke für Rapid. Vor Siebenhandel und der behält dennoch die Übersicht. Petzos. Denner, stark gemacht. 1 Minute noch. Hofmann, wow, ist der frei. Gut, Burgstaller. Also das darf auch in Unterzahl nicht passieren. Der hätte hier den klassischen Hattrick machen können. Ja, natürlich war der Pass schön, aber den müsste er fast spielen. Keiner bei Burgstaller. Hofmann konnte ungehindert schalten und walten. Und wenn er das kann, dann kommt zum Meister auch was richtig Gutes dabei raus. Ist ja nichts Neues. Petzos, ein langer Ball geht sich noch aus. Beuth, einmal mehr zu früh unterwegs gewesen. So, Dominik Oschan beendet eine eigentlich einseitig geführte erste Hälfte, die dennoch noch ein bisschen spannender hätte verlaufen können, hätte Rakowitz getroffen zum 1:1, aber so ist er der Mann des Spiels bisher. Guido Burgstaller mit seinen beiden Treffern das 1:0 in der 28. nach der schönen Flanke von Christopher Trimmel und dem gut gesetzten Kopfball. Und dann hat Steffen Hofmann assistiert zum 2:0, 10 Minuten später. Es hätten noch ein paar weitere Tore erzielt werden können. Wie gesagt, Rakowitz hatte die beste Chance
für die Gäste. Und auf der anderen Seite Burgstaller auch noch mit ein, zwei weiteren Möglichkeiten, sein Torkonto noch mehr auszubauen. So oft hat Rapid gar nicht versucht. So gesehen also fast schon effizient die Ausbeute für diese erste Hälfte. Die Neustädter müssen hier versuchen, nach der Pause eigentlich mehr oder weniger Schadensbegrenzung zu machen, denn viel mehr wird da wohl nicht möglich sein. Ja, Dennis Mim, der hatte ein echtes Blackout hier. Ob es den Temperaturen geschuldet war, man weiß es nicht, aber vielleicht werden wir es jetzt herausfinden. Ja, in der 16. Minute war es Dennis Mim einfach die Situation falsch eingeschätzt, schlechtes Timing gehabt oder was war da los bei dem Ausschluss? Ja, ich habe ihn zuerst nicht gesehen und dann war es zu spät. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Fernsehen ausgeschaut hat oder wie es live ausgeschaut hat, aber es war keinerlei Absicht dabei, den Spieler zu verletzen. Und einfach den Gegenspieler Terence Boyd hier zu spät wahrgenommen? Ja, ich habe ihn zu spät wahrgenommen und der kommt halt auch im vollen Tempo. Und ja, also ich muss sagen, es schaut jetzt, ich treffe mich nicht mit der Sohlen. Natürlich war es eine blöde Situation, aber ich treffe nicht mit der Sohlen und hat er, glaube ich, auch gleich weitergespielt. Was mich freut, dass er nicht verletzt ist, aber es ist natürlich blöd für uns und tut mir leid für die Mannschaft. Ja, trotz roter Karte auch gleich entschuldigt, ist er auch nicht allzu oft. Also Absicht wollen wir Ihnen nicht unterstellen. Natürlich, jetzt 0:2. Im Endeffekt, worum geht's? Zweite Hälfte. Ja, ich glaube, dass es jetzt natürlich schwierig ist mit den Temperaturen. Es wäre, glaube ich, durchaus was möglich gewesen gegen Rapid. Sie waren durchaus schlagbar, aber jetzt wird es natürlich sehr schwer. So, nach der erfrischenden Halbzeitpause nähern wir uns jetzt dem Beginn der zweiten Hälfte. Dominik Oschan muss da noch einiges abklären mit Steffen Hofmann. Ich hoffe, der Rauch verzieht sich und auch die anderen Störfaktoren, die hier den Beginn der zweiten Hälfte verzögern. Eines kann ich Ihnen auf alle Fälle schon mit auf den Weg geben für die zweiten 45 Minuten, dass die Gäste aus Niederösterreich zweimal gewechselt haben. Und zwar ist Rauter rausgegangen und auch Rakowitz und er hier zum Beispiel neu mit von der Partie. Daniel Schöpf und auch Michael Berger ist gekommen. So, der gute Andi Marek versucht hier noch einmal alles, dass hier sich die Gemüter wieder beruhigen, denn es ging eigentlich nur um einen Rapidschall, der da im Tor sich breit gemacht hat von Jörg Siebenhandel. Und das ist halt so nicht erlaubt und der Schall müsste entfernt werden. Sachen gibt's. Aber gut, ein Schal ist doch extrem wichtig bei 44 Grad. So, es kann dann wieder weitergehen. Die Wiener Neustädter von links nach rechts in diesen zweiten 45 Minuten. Weiterhin also zu 10. Immerhin mit zwei frischen Kräften. Noch einmal sei es erwähnt. Dennis Mim hat sich in der 16. Minute verabschiedet nach einem brutalen Foul an Terence Boyd. Und Guido Burgstaller hat die beiden Treffer für Rapid erzielt in der 28. und 38. Minute. Zum Debüt von Thanos Petzos kann man nicht viel Negatives sagen, einiges Positives. Allerdings der echte Gradmesser, der wird erst kommen. Für den 22-jährigen Griechen, zum Beispiel dann in seiner Heimat, wenn es gegen Asteras Tripolis geht, Louis Schaub. Und wenn alle so positiv denken wie Helge Payer für die nähere Zukunft von Rapid, das war Petzos. Hofmann, der eine starke erste Hälfte gespielt hat.
Petzos. Ah, kann ja auch nicht alles klappen beim Debüt. Hat auch schon für Griechenland gespielt. Jörg Siebenhandl wird jetzt ausgepfiffen, weil er was gegen den Rapid-Schal hatte. Das ist natürlich ein gefundenes Fressen für den Westblock. Ansonsten aber muss man sagen, dass die Atmosphäre hier sehr gut ist im Hanapi-Stadion. Fast so wie früher. Ist man geneigt zu sagen, da wird die Mannschaft unterstützt. Die auch alles in allem heute einen sehr guten Arbeitstag erwischt. Marcinko wird etwas zu spät gespielt, diesen Pass. Sind übrigens 11.500 heute hierher gekommen. Schau auf Thanos Petzos. Boskovic, der früh reingekommen war, aufgrund der Verletzung von Dominik Vidra. Der Doppelpacker spielt den Ball nochmal raus und dann steht Christoph Freitag endlich mal gut. Ansonsten hat Freitag gemeinsam mit Wallner große Probleme in der Abwehrzentrale. Ich denke auch, dass Simon Pfeifenberger Rakowitz deshalb rausgenommen hat, weil der defensiv seine Schwächen hat. Und dadurch war auch dieser extreme Raum gegeben für Christopher Trimmel. Lukas Denner, der sich mehr und mehr traut mit Fortdauer dieser Partie. Schön gemacht. Freistoß rausgeholt gegen Schöpf. Topetzos ist mal weggegangen. Sprache zwischen Hofmann und Branko Boskovic. Aber vielleicht darf Petzos ja aus der Distanz schießen. Das hat man sich da einfallen lassen. Ja, das war ein langes Gespräch jetzt zwischen Hofmann und Boskovic. Scheint sich ausgezahlt zu haben, diese Kommunikation. Hofmann kommt zum Abschluss. Toller Pass von Hofmann. Und Burgstaller. Schöne Variante. Flanke kommt nicht. Hofmann kommt zum Wolleabschluss. Er wird vielleicht sagen, habe ich großartig gesehen. Burgstaller freisteht. Und auch der vergibt. Denner gegen Schöpf. Oh, denke nicht, dass es ein Foul war von Schöpf. Also das muss man nicht pfeifen. Burgstaller auf der anderen Seite wieder unterwegs. Natürlich wird das Spiel in Griechenland ganz anders laufen, aber zumindest ist es gut für Rapid in Sachen Ballsicherheit. Da kann man einiges heute dazu gewinnen. Selbstvertrauen tanken, Laufwege abstimmen, auch mit Thanos Petzos. Hold on, man.
was tun. Hat er fast Glück, gefoult worden zu sein. Ja, 2 Spiele, 0 Punkte. Das wird es wohl letztlich werden für Wiener Neustadt. Nächste Partie ist dann in Wiener Neustadt gegen den WRC. Moskowitsch, jetzt muss er mal ein paar schnellere Schritte machen. Also müssen tut er gar nichts, aber es hätte sich angeboten. Technischer Fehler von Louis Schaub. Zu Recht hoch gelobt für seine Leistung in der ersten Hälfte in Wolfsberg. Aber dass ein 18-Jähriger nicht Woche für Woche brilliert, das ist auch klar. Trimmel, der ist schon ein bisschen älter. Super Flanke. Großartige Flanke, keine Frage. Terence Voigt, 3:0, 53. Minute. Freitag wieder gepennt. Burgstaller auf Trimmel, der hatte nicht viele Möglichkeiten. Da war eigentlich nur Beuth im Zentrum so richtig anflankbar. Beuth hat zum richtigen Zeitpunkt 2-3 schnelle Schritte gemacht, hat sich im Rücken gelöst von Christoph Freitag. Und den Kopf war schön gemacht, aufgepasst. Wieder Freitag, unsicher. Siebenmandl hat es wieder gut gemacht. Ja, schönes Kopfballtor von Terence Boyd. Ist ja nicht immer so, dass er die einfachsten Bälle reinhaut. Boskovic hilft Steffen Hofmann. Rechts ist wieder alles frei. Burgstaller kann sie auch mit links. Thanos Petzos. Da ist schon klar, dass man als verteidigende Mannschaft gerne das Zentrum zumacht und damit die Außen viel Platz haben. Aber Christopher Trimmel sollte man dennoch besser im Auge behalten, denn der ist an fast jeder gefährlichen Aktion beteiligt, hat jetzt 2 Tore vorbereitet. Und bekommt einfach keinen Gegenspieler. Burgstaller hat sowieso alle Freiheiten heute. Technisch gut von Burgstaller. Denner wird jetzt in Szene gesetzt. Das könnte mal das 1-1 suchen. Macht er auf. Haken war okay. Hofmann, Boskovic. Rapid spielt das sehr clever hier. Variiert gut. Mal über Trimmel. Zumeist eigentlich hier und da auch durchs Zentrum. Es ist immer die Bewegung vorhanden, die nötig ist heute. Wir gleich 0, aber in dieser Phase natürlich auch schwierig umzusetzen. 0-3 hinten,
ein Mann weniger seit der 16. Minute. Brütende Hitze. Hanapi-Stadion. Zucke Barisic instruiert. Schrammel. Herr Lukas Denner wird rausgenommen. Natürlich ein positionsbezogener Wechsel, aber nicht etwa, weil Denner schlecht gespielt hat, aber der dürfte leicht angeschlagen sein. Ist da nicht mehr ganz rund gelaufen. Und Thomas Schrammel weiß auch, leicht wird es nicht in dieser Saison. Denn Zucke Barisic hält extrem viel von Lukas Denner. Dann gäbe es ja auch noch Stefan Palla. Und jetzt gibt es mal Thanos Petzos und seine Freistoß. Na, Kunst möchte ich noch nicht sagen. Ronaldo-mäßiger Anlauf. Der Rest ist noch ausbaufähig. Mal unter Druck, denn da kommt Terence Boyd. Mit der Linker zieht den Kürzeren gegen Branko Boskovic. Hofmann, großartig. Petzos, ja, auch schön. Bisschen Pech, aber der Angriff an sich wunderbar gespielt. Der stellt sich mal so richtig eindrucksvoll bei den Rapid-Fans vor. Thanos Petzos. Hofmann, natürlich toll. Dann war noch irgendeiner dran. Und deshalb gibt es die Ecke. Schaub, Rückstaller. Ja, das war clever. Hat gesehen, dass Hofmann im Abseits steht. Hat deshalb verzögert und den Abschluss selbst gemacht. Das sind alles Aktionen, die eben aufgehen, wenn man im Spiel drinnen ist, wenn man Selbstvertrauen hat. Ansonsten hätte er den Ball vielleicht gespielt, wenn es nicht läuft, wenn man nicht genug konzentriert ist. Wieder Burgstaller dran gewesen und da hilft auch mal das Aluminium mit. Wäre ein Eigentor gewesen. Hat zumindest danach ausgesehen. Stunde absolviert. Da kommt Burgstaller. Und dann noch touchiert von einem Neustädter. Hofmann, wieder eine Variante, die zwar interessant war, aber nicht aufgegangen ist. Da hätte Petzos Volley abziehen sollen. Aber sie probieren viel, sie machen viel. Kostovic. Thomas Schrammel. Der ist natürlich hochmotiviert. Ja, das kommt vor, wenn man vielleicht zu motiviert ist. Ja, Naimo Pfeifenberger wird vielleicht auch zusehen bei Dock und Tore. Interessante Gäste, Toni Polster, Peter Kreisel und Gewerkschaftsboss, Fußballgewerkschaftsboss Rudi Nowotny. Und auch Max Hagmeier dürfen wir begrüßen im Tor und Tore Studio.
Ja, Foul an Boskovic. Klare Geschichte. Nach der Ballabgabe. Ballbehandlung, Boskovic. Hofmann, Schaub. Kann natürlich jetzt passieren, dass auch der Rapid die Konzentration nachlässt. Die wissen ganz genau, das Spiel ist entschieden. Die drei Punkte, die sind fix. Es ist nicht immer einfach, die Spannung hochzuhalten, die es einfach braucht für einen guten, präzisen Pass. Applaus für Schrammel. Konzentriert genug. Trimmel hatte wohl selten in seiner Karriere so viel Freiraum wie heute. Den hat er aber auch toll genutzt. Bezos, Boskovic, Schrammel. Thanos Bezos, der bekommt jetzt mit Sicherheit einen großen Applaus. Hat auch verdient, war ein starkes Bundesliga-Debüt des 22-jährigen Griechen. Viele, viele Ballkontakte, schöne Pässe, hat auch selbst den Abschluss gesucht. Brian Behrendt, auch von ihm hält Zoki Barisic doch recht viel. Wurde beim SV Horn aufgebaut, hat dort überzeugt in der heute für morgen ersten Liga. Schön gespielt auf Dibon. Ja, wieso nicht? Wieso war Dibon? Der hat hinten nichts mehr zu tun. Louis Schaub. Dibon auch mit einer guten Bewegung verhindert das Abseits und setzt den Ball knapp vorbei am langen Eck. Christopher Dibon. Sehenswerte Offensivaktion, ein Bundesliga-Tor. Hat er bisher machen dürfen in seiner Karriere. Viele Admira noch. Im Oktober 2011 gegen Wacker Innsbruck. Hofmann, Schrammel startet. Das wird bei diesen Temperaturen natürlich belohnt. Wenn einer so in den Sprint geht, soll er den Ball auch bekommen. Schaub, Elfmeter, nein. Schaub, Hofmann, ja, der macht mit. Da wollten einige. Behrendt hat dann diesen Schuss produziert und ist ein bisschen sauer auf Boskovic, dass der auch noch mitmachen wollte. Ja, wenn schon kein Neustädter in den Zweikampf kommt, dann eben ein anderer Rapidspieler. Das war kein Elfmeter, Schaub hat schnell erkannt. Hofmann wieder tolle Übersicht. Boskovic hätte natürlich auch eine gute Schussposition gehabt, keine Frage.
gesagt, dass es nicht von Trammel, dass er Novotar auch mal mitspielen lässt. Schrammel. Siebenhandel. Ja, natürlich ist es dumm gelaufen für Raimund Pfeifenberger und Wiener Neustadt heute. Man sollte ja nie einem Einzelnen die Schuld geben an einer Niederlage. Das ist verfehlt bei einem Teamsport und dennoch ist allen klar, dass ab der 16. Minute im Prinzip alles vorbei war für Wiener Neustadt nach dieser roten Karte. Für Dennis Mim. Denn schon bei 11 gegen 11 war Rapid klar besser. Hat ganz schnell reingefunden in dieses Spiel. Hatte ja schon nach 15 Sekunden die erste Möglichkeit durch Terence Boyd. Ja, mit einem Mann mehr. Bei diesen Temperaturen, mit Unterstützung des Publikums. Und natürlich auch mit einfach der besseren Qualität im Kader. Keine große Überraschung, dass es jetzt nach knapp 70 Minuten 3:0 steht. Das wird vielleicht noch das ein oder andere Tor hinzukommen. Boskovic. Schrammel. Sie können es jetzt nicht sehen, kann es gar nicht erwarten, mitmachen zu dürfen. Der hatte wieder viel Platz. Jetzt löst sich Schaub, aber Boskovic löst das anders. Hofmann sieht jetzt Louis Schaub, der kommt auch gut. Noch immer gibt es ein paar Pfiffe für Jörg Siebenhandel. Freistoß, Wiener Neustadt. Und wieder eine Trinkpause, verordnet von Schiedsrichter Dominik Uschan. Ein wenig Pause auf alle Fälle für Sie, liebe Zuseher, wenn Sie den Lust und Laune haben, denn natürlich hat diese zweite Runde noch viel zu bieten. Tor und Tore haben wir Ihnen ja schon ans Herz gelegt. Aber natürlich gibt es da noch einen besonderen Kracher zu bewundern. Salzburg gegen die Wiener Austria. Ich denke mal, das kann man sich auch als Rapid oder Wiener Neustadt-Fan reinziehen. Eines von drei Spielen, das heute noch ausgetragen wird. Dazu haben wir noch Admira gegen Wacker Innsbruck, Ried gegen den BHC für Sie im Angebot, in der Konferenz oder in der jeweiligen Einzeloption. Morgen dann der Abschluss der zweiten Runde, Buntigammer Sturm. Ja, wie haben Sie das Europa League Desaster verkraftet? Kann Grödig profitieren? Das Ex-Team von Heimo Pfeifenberger. Das ist ja recht passabel
hineingestartet ist ins Bundesliga-Abenteuer mit dem Punkt zum Auftakt gegen die SV Ried. Ja, Burgstaller nimmt sich vorläufig mal selbst mit bei diesem Angriff. Jetzt Terence Boyd, der wieder auf Burgstaller. Hinten wartet Hofmann. So weit kommt es nicht. Zumindest nicht zum Abschluss. Gewartet hat er dennoch. Marcinko hat das gut gelöst gegen Louis Schaub. Ohne Foulspiel. Peter Linker hatte auch schon schönere Tage im Hanapi. Vor allem noch im Rapidres. Rapid kann also was fürs Torverhältnis machen heute bei Wiener Neustadt. Sieht nicht wirklich schön aus. 1:5 gegen Salzburg, heute zumindest mal 0:3. Sprich 1:8 nach zwei Spielen. Die beiden besten Torschützen der vergangenen Saison wurden abgegeben bei Wiener Neustadt. Tadic und Friesenbichler. Besten Assistgeber gibt es auch nicht mehr aus der Vorsaison. Dominik Hofbauer war es. Thomas Bichelmann wird vielleicht noch etwas brauchen, um so richtig wieder Fuß zu fassen in Österreich. Mit dieser für ihn neuen Mannschaft, Terence Boyd. Hätte ich jetzt auch nicht zwingend ein Foulspiel gesehen. Während mit dem Pass, Beuth stochert ein bisschen nach, aber so, das kann man schon laufen lassen. Peter Linker. Bichelmann, der ist also noch da. Der Pass war auch ganz gut. Und da kommt Koch. Ob das als Torschuss in die Annalen eingehen wird. Also ich glaube, versucht hat das. Ja, den hat er noch. Den auch. Branko Boskovic. Ui. Christoph Freitag. Ich denke schon, dass er den Ball noch leicht touchiert hat. Deshalb gibt es die Unmutsäußerungen hier im Ingenieur Gerhard Hanapi Stadion. Thibon Sieger gegen Thomas Bichelmann.
Platz. Boskovic. Hofmann, der hat im Übrigen schon mehr als 100 Ballkontakte. Zu einem sehr frühen Zeitpunkt. Natürlich auch erklärbar aufgrund der Überzahl. Das war mutig von Freitag. Wallner auf 7 Handel. Zudem 7 Torschussvorlagen von Steffen Hofmann. Eine Torvorlage. Ich denke, daraus kann man schließen. Das war eine gute Vorstellung bis hierhin. Aber zu hoch hängen darf man diese Leistung natürlich auch nicht gegen 10 Wiener Neustädter. Gemacht von Trimmel, Burgstaller. Burgstaller, schön auf Beutz. Da hat man auch gesehen, was dieser Burgstaller drauf hat, wenn man ihn natürlich auch lässt. Wallner schwindlig gespielt und dann auch noch diese feine Vorlage und den Kopfball muss man auch erstmal so setzen. Burgstaller mit einem seiner effektivsten Arbeitstage für Rapid. Terence Beutz, auch er jetzt mit seinem zweiten Tor. Zweimal Burgstaller, zweimal Beutz. Dazu eine Torvorlage von Burgstaller, wie eben gesehen. 4:0, 1:9 aus Sicht von Wiener Neustadt. In dieser Saison bisher. Rapidler wird noch kommen. Christian Dobras. Ja, und heute ausgewechselt zu werden ist wahrscheinlich nicht das Schlimmste. 10 Minuten noch. 10 Minuten noch Zeit für Rapid, sich warm zu schießen für die Europa League. Asteras Tripolis gezwungen werden. Dann wartet natürlich die ganz wichtige Hürde, Europa League Playoff, sprich dann geht es wirklich um den Einzug in die Europa League Gruppenphase. Mit ein bisschen Glück ist dann Rapid auch gesetzt, aber vorsichtig. Zuerst gilt es erst einmal, diesen schwierigen Gegner aus dem Bewerb zu schmeißen. Sollte das Resultat halbwegs passen in Griechenland, dann ist eine großartige Unterstützung hier im Hanabi-Stadion gewährleistet. Haben wir nicht oft gesehen. Einen Torschuss von Wiener Neustadt in der zweiten Hälfte.
Hofmann Burgstaller. Der hat noch Lust, ist gestartet. Während Robust zu Robust meint Dominik Oschan. Gerechnet, dass der Pass kommt. Hat hier klassisch hinterlaufen. Und dachte wohl, okay, da bekomme ich den Ball und nicht erst mit dieser Verzögerung. Manchmal hat Burgstaller eben Ideen, die nicht alle nachvollziehen können. Aber heute muss man sagen, eine Riesenleistung. Unterm Strich bleiben zwei Tore und eine Torvorlage. Einsatz nochmal gegen Ende von Louis Schaub gegen Marcinko. Marcinko bezahlt diesen Zweikampf nach hübschen Trick. Jetzt mit einem Krampf. Da waren es nur noch 9 vorübergehend. Nicht mehr. Austauschkontingent ist erschöpft. Wenn wir da eben an Daniel Schöpf denken, Michael Berger und Christian Dobras, die sind gekommen. Das heißt, die Kollegen von Marcinko würden sich freuen, wenn der Krampf nachließe für die letzten Minuten. Hofmann. Boskovic. Marcinko liegt immer noch. Zoki Barisic, der auch jetzt noch seine Mannschaft antreibt, hochkonzentriert wirkt, fast angespannt sogar, und dennoch eine gewisse Zufriedenheit, denke ich, hat man da schon erkennen können. Logisch, dass so ein deutlicher Erfolg gut tut. Schrammel kommt, der war nicht schlecht, aber nicht gut genug, Boskovic. Marcinko steht übrigens wieder. Tja, das kann man sich schon mal erlauben, Branko Boskovic beim Stand von 4:0 vor der Westtribüne. Ist so ein Trick gerne gesehen. Michi Koch hat es gefallen.
Es wird noch einmal aufgestanden hier. Abseits. Der Lebenssinn wird besungen. Welche Rolle kann diese Mannschaft tatsächlich spielen in dieser Saison? Kilke Bayer hat bei uns im Interview gemeint, da könnte was Großes entstehen, hat diese Mannschaft mit jener von 2003, 2004 verglichen. Schon eine optimistische Einschätzung. Und noch immer ist Rapid schwer zu beurteilen im Liga-Alltag. Die erste Hälfte war gut in Wolfsberg, die zweite nicht. Ja, und heute eine starke Vorstellung gegen einen schwachen Gegner, der sich noch dazu sehr früh selbst dezimiert hat. Und dennoch muss man erstmal 4:0 gewinnen, sich so viele Chancen erarbeiten. Das Team von Zoki Barisic hat fast immer konzentriert gewirkt, hat sich nie hängen lassen. Im Sinne des österreichischen Fußballfans ist es zu wünschen, dass diese Mannschaft dann auch am kommenden Donnerstag realisiert. Dann am besten ab im Rückspiel. Ja, das könnte man als Foul werten. Die grün-weiße Zange hat zugeschlagen. Hat auch in der Vorsaison übrigens beim ersten Heimspiel ein 4:0 gegeben gegen Wacker Innsbruck. Vorbei, 2 Minuten. Nachspielzeit gibt es eben angezeigt. Vom vierten Offiziellen von Christian Dinta. Terence Boyd, na gut, ein Krampf in der Nachspielzeit, das ist schon mal drinnen. Zu wenig gelaufen ist er ja nicht. Der hat wirklich alles gegeben, um heute Tore zu machen. Das ist ihm auch gelungen. Zweimal per Kopf. Zwei schöne Kopfballtore. Denn ich finde auch, sein zweites Kopfballtor war nicht so einfach zu machen. Die Aktion war es letztlich, die zum Kampf geführt hat, aber dann hat er Knochen. Bekommt den Freistoß. Vielleicht bekommen die 11.500 damit noch eine Chance geboten und sie daheim vor den Fernsehapparaten. Ja, könnte schon passieren. Schaub. Nein, auch das war zu wenig für einen Strafstoß. Auch da bin ich jetzt schon der Meinung von Dominik Oschan. Auch keine Schwalbe. Ja, viel Ball gespielt wurde nicht, dennoch hat sich Schaub da ein bisschen reingedreht. Also, Oschan hat es laufen lassen, Oschan pfeift jetzt ab.
Rapid feiert einen deutlichen, einen nie gefährdeten 4:0 Heimsieg gegen Wiener Neustadt. Rapid hat schon bei 11 gegen 11 gut gespielt und Chancen gehabt. Die Tore haben sie dann in Überzahl erzielt. Zweimal Gude Burgstaller und zweimal Terence Boyd. Zudem hat Burgstaller noch dazu eine Torvorlage geleistet, ebenso wie Steffen Hofmann. Thanos Petzos hat ein starkes Debüt gegeben. Auch Lukas Denner hat solide gespielt bei seinem Liga-Startelf-Debüt. Es war eine konzentrierte Vorstellung von Zoki Barisic. Eine gute Leistung, die ein bisschen Mut machen sollte für das Europa-League-Abenteuer, das eben kommenden Donnerstag beginnt. Unterstützt von an die 500 Rapid-Fans, die da die Reise mitmachen nach Griechenland und hoffentlich auch so viele Torschüsse sehen werden. Am besten so ein Torschussverhältnis. 19:4 sagt ziemlich viel aus. Eigentlich eine sehr, sehr faire Partie, bis auf eine Situation. Dennis Mehm, 16. Minute, die rote Karte. Ja, und Christopher Trimmel, den habe ich jetzt gar nicht erwähnt in meiner Spielzusammenfassung, obwohl der auch sehr, sehr überzeugend absolviert, seine Leistung hier absolviert hat, und der wird jetzt interviewt von Roland Streins. Ja, wie viel unendliche Leichtigkeit des Seins war heute mit dabei, Christopher? Ja, sehr viel. Wir haben uns mega viel vorgenommen heute beim ersten Match zu Hause. Und ja, ich glaube, jeder Zuschauer hat gesehen, dass wir heute super Fußball gezeigt haben. Sie haben heute in der Rolle des Assistgebers gefallen, gleich zwei aufgelegt. Eines wollen wir uns anschauen, und zwar war das Assist zum 1:0, wo Sie sich viel Zeit nehmen, aufschauen und dann punktgenau die Flanke setzen. Ja, normalerweise bin ich eher der Typ, der was nach außen geht. Ja, gehst einmal nach innen und alles geht auf. Ja, gehört auch dazu. Apropos alles aufgehen, heute mit einem Mann mehr. Ab Minute 16 trübt das irgendwie die Euphorie, oder kann man dennoch voll stolz sein? Na, auf jeden Fall stolz sein. Ich bin davon überzeugt, auch wenn Wiener Neustadt zu 11 fertig spielt, hätten wir gewonnen. Und natürlich für Wiener Neustadt ist das sehr bitter. Es ist sehr heiß, einmal weniger, es wird schwierig, aber trotzdem sind wir überglücklich heute. Die letzten drei Bewerbsspiele. Das erste dieser drei Niederlage, dann unentschieden, heute Sieg. Was sagt der Trend für Donnerstag? Ja, sehr guter Trend, wenn es so weitergeht, wenn wir nur mehr die Spiele gewinnen. Aber nein, wir bleiben am Boden, wir konzentrieren uns auf die nächsten Spiele. Und ja, ich glaube, auf die Partie können wir heute aufbauen. Zwei Spiele, 0 Punkte, 1:9 die Bilanz. Ja klar, da gibt es Sorgenfalten bei Heimo Pfeifenberg. Und auf der anderen Seite natürlich Riesenjubel. Rapid gewinnt zu Hause mit 4:0 gegen Wiener Neustadt. Michi Konsel, so das nennt man wohl gelungene Heimpremiere in dieser Saison. Absolut. Das ist natürlich für Heimo Pfeifenberg und Wiener Neustadt eine Hammer-Auslosung gewesen mit Salzburg und Rapid gleich einmal. Aber Rapid hat sehr konzentriert von Anfang an gespielt. Man hat gesehen, die wollten unbedingt das erste Heimspiel gewinnen und sich gut präsentieren. Und haben eigentlich nie aufgegeben, von Anfang an Druck zu machen. Und dann zweite Halbzeit war es dann ein leichtes Spiel. Natürlich hat der Ausschluss mitgespielt. Ganz klar, dass dann natürlich bei der Hitze noch viel schwerer wird. Aber für die Trainer irrsinnig aufschlussreich. Wer ist so physisch wirklich sehr, sehr gut beieinander? Und da hat Rapid doch Vorteile mit dem Burgstaller, Trimmel, Boet und auch Luis Schaff, was da gelaufen ist. Also das hat man schon ganz eindeutig gesehen, dass da klare Vorteile waren. Ja, zwei Tore von Guido Burgstaller und dann in der zweiten Spielhälfte zwei Tore von Terence Boyd. Die schauen wir jetzt noch einmal an. 53. Minute und 79. beim 3:0 wieder einmal Assistgeber Christopher Trimmel, dem heute wirklich viel, wenn nicht alles, aufgegangen ist. Und beim 4:0, da ist es dann der Torschütze aus der ersten Spielhälfte, nämlich Guido Burgstaller, der hier wirklich zeigt, was er alles drauf hat. Ja, macht er natürlich toll. Schaut auf und sieht hinten bald ganz allein und der köpfelt den super Boden auf ins Tor. Aber da, das war schon ein bisschen so eine Aufgabe von Wiener Neustadt, die waren schon ziemlich erledigt. Man hat es gesehen, natürlich einen Mann weniger ab der 19., glaube ich, so ungefähr. Der 16. 16., also das ist schon verdammt hart. Und ja, man muss nochmal sagen, das war ganz eine dumme Aktion von Mim. Sollte man besser nicht machen, vor allem hier in Hütteldorf. Und bei dieser Hitze, dann geht man natürlich gleich mal unter. Ja,
Ist natürlich bitter, wenn man mit einem Mann weniger eben antreten muss hier im Hanapi-Stadion. Ja, und die Rapidler, die haben sich richtig warm geschossen für das Programm, das kommt. Am Donnerstag geht es nach Griechenland. Das ist eine perfekte Generalprobe. Absolut. Also der Trainer kann sehr zufrieden sein mit der Einstellung. Vor allem bei dieser großen Hitze, dass sich sehr viele oder fast alle überwunden haben, den inneren Schweinehund, dass sie körperlich topfit sind. Das hat man gesehen, speziell die Spieler, die ich angesprochen habe. Also ja, man kann sehr optimistisch für das Auswärtsspiel am Donnerstag sein. Ja, wie optimistisch darf Wiener Neustadt sein für diese Saison? 1:9 die Bilanz, naja, die und können, 0 Punkte. Ja. Die können natürlich nur lernen. Gegen solche Gegner gleich zu Beginn ist es natürlich sehr schwer. Heimo Pfeifenberger hat sich sicher mehr ausgerechnet, aber es ist verdammt schwer gegen Salzburg und auswärts hier. Also wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich den einen oder anderen Punkt ausgerechnet, aber in Wahrheit geht es jetzt los und jetzt müssen sie punkten. Ja, er hat gemeint, die Niederlage gegen Salzburg, die war irgendwie relativ leicht abzuhaken. Salzburg ein starker Gegner heute gegen Rapid. Ist das auch leicht abzuhaken, wenn wir viel über Dennis Min gesprochen haben? Den muss er auf die Kappe nehmen natürlich. Ja, ist auch relativ leicht abgehakt. Ja, wenn man so lange mit einem weniger ist, dann wird es schwer. Und Rapid hat ganz verdient gewonnen. Klar, bessere Mannschaft. Grün-Weißen. Geht absolut in Ordnung, wenngleich der Ausschluss natürlich förderlich war für diesen Sieg. Zwei Spieler haben da den Stempel aufgedrückt, mit Beuth und mit Burgstaller. Also es war absolut verdient. Ja, Sie haben es angesprochen. Der Knackpunkt mit Sicherheit, der Ausschluss, die rote Karte für Dennis Min in der 16. Spielminute. Die Szene, eigentlich eine Situation weit weg von einer wirklichen Torgefahr, aber ein völlig unnötiger Einstieg des Defensivspielers der Niederösterreicher. Dennoch sage ich, es war ein bisschen unglücklich jetzt von ihm. Das schaut jetzt natürlich sehr brutal aus. Aber er hat lange auf den Ball, auf den hohen Ball geschaut und erst ganz spät gesehen, dass Beuth im vollen Lauf herbeikommt. Und natürlich war das ein ganz klarer Ausschluss und der Schiedsrichter hat sowieso nicht gezögert. Ja. Schiedsrichter Ocean mit der roten Karte für Dennis Min. Terence Beuth, das Positive, konnte daraufhin auch weiterspielen, hat er dann auch noch zweimal getroffen. Aber in der ersten Hälfte gab es 2 Tore durch Guido Burgstaller, für ihn auch schon die Saisontreffer Nummer 2 und 3. Und die schauen wir uns jetzt im Schnelldurchlauf an. Erstes Tor in der 28. Minute nach Flanke von Trimmel. Ja, also das hat das im Stil eines Mittelstürmers gemacht. Also das hat er sehr schön gemacht. Auch die Vorbereitung von Trimmel war sehr schön. Wenngleich natürlich die Zuordnung hier in der Verteidigung absolut nicht gepasst hat bei den Wiener Neustädtern. Also Guido Burgstaller, ein Mittelstürmer, sagt Toni Pfeffer. Ob das alle so sehen, weiß ich nicht. Aber wir sehen das 2:0 in der 38. Minute. Zusammenspiel, schöner Doppelpass mit Steffen Hofmann und dann auch sehr überlegt der Abschluss. Ja, also der hat einfach Selbstvertrauen. Der Bursche zeigt hier durchaus Qualitäten und macht es sehr abgebrüht. Ja, und am Ende also dann ein klares 4:0 für die Rapidler gegen Wiener Neustadt. Ja, tolles Heimdebüt für die Grün-Weißen hier in Hütteldorf. Gratulation zu Aram Barasic. 4:0 gewonnen gegen Wiener Neustadt. Das ist genau das, was Rapid gebraucht hat nach diesem doch verpatzten Start und vor allem vor dem, was jetzt kommt, die schweren Aufgaben. Das wissen wir nicht. Wichtig ist, dass ich zufrieden bin mit dem Spiel, dass wir es geschafft haben, die Fans zu befriedigen. Wir haben sehr viele Torchancen herausgespielt, auch das eine oder andere schöne Tor geschossen und hinten haben wir überhaupt nichts zugelassen. Wir haben nie aufgehört, nach vorne zu spielen und waren ziemlich diszipliniert am Platz. Ja, 4:0 muss man mal gewinnen, aber wie hilfreich war doch diese rote Karte für Dennis Mim in der 16. Minute? Das ist immer hypothetisch, sowas kann hilfreich sein, muss nicht hilfreich sein. Tatsache ist, dass wir gleich von Beginn an sehr gut ins Spiel gefunden haben. Wir haben gleich innerhalb der ersten 8 Minuten, glaube ich, 2 sehr, sehr gute Torchancen gehabt. Da hat man schon gesehen, was wir wollen. Und natürlich hat uns das dann das Ganze etwas erleichtert. Und ja, trotz alledem muss ich sagen, wir haben heute phasenweise sehr gut Fußball gespielt. Und das freut mich sehr. Ich möchte mich natürlich auf diesem Weg auch bei unseren Fans bedanken, die uns toll unterstützt haben. Und ja, jetzt ab
morgen bereiten wir uns dann vor auf das Spiel am Donnerstag in Griechenland. Ja, tolle Stimmung im Stadion und auch jede Menge Applaus für die Debütanten beim Abgang, die ja ausgetauscht wurden mit Betzos und Denner. Vielleicht ein Wort zu den Debütanten heute? Kein Wort zu den Debütanten, außer dass sie gezeigt haben, dass sie die Berechtigung haben, auch in der Kampfmannschaft zu spielen bei Rapid. Und dass bei uns jeder zu ersetzen ist. Ja, und das haben sie heute gezeigt. War schön anzusehen, dass sie eben integriert sind in der Mannschaft und dass sie ihre Leistung auch für uns gebracht haben. Ja, Guido Burgstaller mit 2 Toren in der ersten Spielhälfte, Terence Boyd in der zweiten Spielhälfte, sehr oft als Vorbereiter, nämlich 2-mal, wie man hier auch sieht, beim 3:0, was Christopher Trimmel, der hat selbst gemeint, heute ist ihm sehr viel aufgegangen. Gibt es extra Lob für ihn? Es ging irrsinnig viel über die rechte Seite. Ja, also wir wollten unsere Außenverteidiger ziemlich hoch postieren und diese immer wieder ins Spiel bringen. Das haben wir auch tadellos geschafft. Wir sind durchgebrochen über die linke Seite, über die rechte Seite. Über die rechte Seite sind die Tore gefallen. Aber wie gesagt, nicht nur in Christopher, seine Leistung war heute toll, sondern es gilt ein Pauschallob auszusprechen an die Mannschaft. Also Sie haben gemeint, man wird sehen, ob es was hilft, diese Euphoriespritze. Selbstvertrauen hat man heute mit Sicherheit gedankt. Man hat sich warm geschossen jetzt für den Donnerstag. Mit viel Zuversicht gehen Sie in diese Partie? Wir gehen in jede Partie mit großer Zuversicht und wir sind immer optimistisch. Wir wissen, was wir können. Es war heute auch nicht alles super, genauso wie die letzten Male nicht alles schlecht war. Und wir wissen das auch richtig einzuordnen. Wir bleiben am Boden, wir haben überhaupt nichts erreicht, aber uns macht das Fußballspielen sehr viel Spaß und uns macht das Laufen auch sehr viel Spaß. Und wie gesagt, auch bei Hitze hat nächsten, man heute auch bei dieser Hitze ganz wichtig, dass man da den inneren Schweinehund überwinden hat können und dass man drüber gegangen ist über den Schmerzpunkt, sieht man, dass die Mannschaft einen tollen Charakter hat. Zoran Barisic überrascht etwas bei der Startelf-Neuzugang. Thanos Petzos startet das erste Mal von Beginn an in der Liga, ebenso wie der erst 20-jährige Linksverteidiger Lukas Denner. Hinein ins Spiel, Rapid beginnt von links nach rechts in Grün-Weiß, ist gleich sehr präsent in den Zweikämpfen. Rakovic mit dem Ballverlust, Trimmel mit der Flanke und Beuth, der ebenfalls neu in die Startelf gekommen ist. Nach nur 15 Sekunden prüft er Siebenhandel das erste Mal im Tor der Wiener Neustädter. Dann die 8. Spielminute. Rapid zeigt sich sehr druckvoll und lauffreudig. Steffen Hofmann bedient da Terence Boyd genau richtig. Der Abschluss dann aber nicht ideal und Siebenhandel bleibt auch im zweiten Duell der Sieger. Dann Pech für Dominik Widra. Nach 10 Minuten verletzt sich da ganz unglücklich in dieser Szene. Die Diagnose lautet Innenbandriss im linken Knie und insgesamt 3 Monate Pause. Ja, und ihn ersetzt dann Branko Boskovic im defensiven Mittelfeld. Nach etwas mehr als 15 Minuten dann dieses überharte Einsteigen von Dennis Mim. Ja, und da gibt es dann auch zu Recht die rote Karte für den Rechtsverteidiger von Wiener Neustadt. Schiedsrichter Dominik Oschan hat beste Sicht. Mim völlig ohne Chance auf das Spielgerät. Sieht Boyd aber auch nicht wirklich kommen. Wiener Neustadt somit über 70 Minuten lang mit einem Mann weniger. Ja, und zumindest entschuldigt sich dann der Übeltäter bei Terence Boyd, für den es erfreulicherweise dann auch weitergeht. Für die Niederösterreicher ist es in Folge natürlich in Unterzahl schwierig. Rapid mit jeder Menge Tempo und vor allem auch Zug zum Tor. Trimmel, von dem immer wieder Gefahr ausgeht, auf Guido Burgstahler. Und in der 28. Spielminute steht es dann 1:0 für Rapid. Ja, und dieses Tor hat sich wahrlich angekündigt. Der Torschütze setzt den Kopfball ideal. Kein Abseits dabei von Burgstahler, der heute links in der offensiven Dreierreihe im 4-2-3-1-System beginnt. Ja, Wiener Neustadt kommt selten bis gar nicht aus der eigenen Spielhälfte heraus. Außer einmal in der 36. Spielminute. Stefan Rakovic dynamisch. Im Abschluss fehlt dann doch noch ein wenig die Kraft. Praktisch im Gegenzug
Die Hütteldorfer lassen immer wieder die Kugel schön in den eigenen Reihen zirkulieren. Steffen Hofmann auf Guido Burgstaller und da ist das 2:0 für Rapid. Statt 1:1 steht es 2:0. 37 Minuten sind da absolviert. Kein Abseits wieder von Burgstaller. Perfekter Pass von Steffen Hofmann. Der Torschütze startet genau richtig. Und stark dann auch gemacht. Der Abschluss. Ja, in einer einseitig geführten ersten Spielhälfte führt Rapid völlig verdient mit 2:0. Das Spiel der Grün-Weißen sprudelt förmlich voller Spielwitz und Elan. Wieder Neustadt-Trainer Heimo Pfeifenberger bringt nach dem Seitenwechsel mit Schöpf und Berger zwei frische Kräfte am Spielgeschehen. Ändert dies aber nichts. Rapid bleibt spielbestimmend. Und in der 53. Spielminute sorgt dann Terence Boyd für die Entscheidung. Burgstaller auf Trimmel. Der mit perfekter Vorlage, Boyd löst sich von Freitag gut. Dann der herrliche Kopfball, Siebenhandel, ist bereits zum dritten Mal geschlagen, ist aber bei allen Gegentreffern auch machtlos. Dann, nach etwas mehr als einer Stunde, haben dann die Gäste einmal Glück. Pichelmann dabei nahe mit dem Eigentor. Zuvor Burgstaller noch per Ferse dran. Ja, in der Defensive wird Rapid nicht mehr gefordert, daher kann sich dann auch Innenverteidiger Christopher Dibon in das Offensivspiel einschalten. Sein Kopfball geht aber ganz knapp am Gehäuse vorbei. Ja, und einen hat Rapid dann noch, Wiener Neustadt, kaum noch mit Gegenwehr, da ist Terence Boyd. Und in der 78. Spielminute sorgt er für das 4:0. Der beste Mann auf dem Platz, Guido Burgstaller, mit der Vorarbeit nach zwei Treffern, also mit dem Assist. Und auch der deutsche Amerikaner mit einem Doppelpack. Und den muss man dann so auch erst einmal verwerten. Rapid feiert am Ende einen ungefährdeten 4:0 Heimerfolg. Wiener Neustadt hingegen bleibt auch nach dem zweiten Spiel ohne Punkt. Ein Knackpunkt im Spiel war sicherlich auch die frühe rote Karte von Dennis Mim. Ja, ich habe ihn zuerst nicht gesehen und dann war es zu spät. Ich weiß jetzt nicht, wie das im Fernsehen ausgeschaut hat oder wie es live ausgeschaut hat, aber es war keinerlei Absicht dabei, den Spieler zu verletzen. Und einfach den Gegenspieler Terence Boyd hier zu spät wahrgenommen? Ja, ich habe ihn zu spät wahrgenommen und der kommt halt auch im vollen Tempo. Und ja. Wichtig ist, dass ich zufrieden bin mit dem Spiel, dass wir es geschafft haben, die Fans zu befriedigen. Wir haben sehr viele Torchancen herausgespielt, auch das eine oder andere schöne Tor geschossen und hinten haben wir überhaupt nichts zugelassen. Ja, nach dem Ausschluss relativ früh war es natürlich sehr, sehr schwer, aber dann waren ein, zwei Sachen, die was halt auch von der Abstimmung her überhaupt nicht passt haben. Das läuft alles noch nicht so stimmig, aber ja. Ich sage immer so, man kann gegen Salzburg verlieren, man kann gegen Rapid verlieren. Entscheidend ist, wie und wie wir uns steigern dann von Woche zu Woche. Das ist das Entscheidende für mich. Also noch nicht ganz perfekt. Wenn es perfekt wäre, hätten wir die schon richtig auseinandergenommen. Aber es war super heute. Also, ich meine, wir haben klar dominiert. Da gab es, glaube ich, keinen Zweifel, dass wir heute das Spiel gewinnen. Wir haben es phasenweise ganz gut geschafft, dass wir es zugestellt haben, aber in gewissen Situationen halt nicht. Und da haben wir die Gegentore gekriegt. Wir haben schon vor dem Spiel gesagt, dass wir Wiener Neustadt viel laufen lassen wollen, damit sie irgendwann eingehen, körperlich, und das haben wir gut umgesetzt. Und man hat auch gesehen, dass da nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen sind, wenn wir wirklich den Ball gut laufen haben lassen. Und ja, das haben wir gut gemacht. Guido Burgstaller, drei Tore in zwei Spielen, heute zweimal getroffen, ebenso wie Terence Boyd. Wie überzeugt sind Sie von Rapid in den ersten beiden Spielen? Ja, ist viel gesprochen worden von der Gefahr eines Fehlstartes. Dem ist nicht so. Rapid arbeitet ruhig weiter und hat auch heute eindrucksvoll gewonnen gegen Wiener Neustädter, die natürlich dezimiert waren, sehr lange Zeit. Aber man hat trotzdem gesehen, und der Guido Burgstaller hat es richtig gesagt, die Physis der Rapidler hat sich durchgesetzt. Und mit einem Mann weniger bei so einer Hitze ist natürlich schwer. Ja, die Physis wird Rapid auch vonnöten sein. Kommenden Donnerstag ja dritte Runde Europa League-Qualifikation auswärts in Tripolis gegen den Gegner aus Griechenland. Stichwort Fehlstart, das betrifft natürlich Wiener Neustadt. Die Mannschaft aus Niederösterreich hat zum zweiten Mal
gespielt, zum zweiten Mal verloren. Landunter, könnte man sagen, etwas härter formuliert. Das ist der schlechteste Bundesliga-Start in der Vereinsgeschichte von Wiener Neustadt. Aufstieg war 2009, also vor 4 Jahren. Beide Saisonspiele mit 4 Toren Differenz verloren. 1:5 gegen Salzburg, 0:4 gegen Rapid heute. Und das ist bedenklich, auch wenn man gegen die beiden verlieren kann, durchschnittlich nur 29% Ballbesitz. Das ist der klare Liga-Tiefstwert von allen 10 Clubs. Wie wirkt diese Mannschaft auf Sie, Toni Pfeffer, vor allem wenn man sie auch vielleicht vergleicht mit den Spielen im Frühjahr, als es um den Klassenhalt gegangen ist und als sich die Mannschaft auch durchgesetzt hat? Ja, diese Mannschaft war im vorigen Jahr eigentlich immer ganz hinten dabei und hat sich aber gefangen sozusagen. Und das hat natürlich auch mit der Handschrift von Heimo Pfeifenberger zu tun. Jetzt ist es so, dass sie halt zwei ausgefasst haben, wie man schon so schön sagt. Und das ist natürlich jetzt schwierig, aber der Heimo sagt es natürlich auch richtig. Gegen Salzburg und gegen Rapid als Wiener Neustadt kann man natürlich verlieren. Nur 29% Ballbesitz ist schon eine beängstigende Situation. Ja, und jetzt sind wir dann gespannt, was Wiener Neustadt macht. Nächste Woche geht es dann am Samstag schon ab 16 Uhr die Übertragung bei uns auf Sky gegen Wolfsberg, also gegen jene Mannschaft, die heute auch nicht gepunktet hat. Die Ergebnisse, soweit sie vorliegen, am zweiten Spieltag, 4 Spiele vom Samstag. Wir haben insgesamt bis jetzt 14 Tore gesehen, 3 Heimsiege, nämlich jenen von Rapid gegen Wiener Neustadt 4:0, 5:1 von Red Bull Salzburg gegen die Austria. Und 1:0 von Josko Ried gegen Pellets WRC. Und der einzige Auswärtssieg in dieser Runde gelingt bisher dem FC Wacker Innsbruck. Und zwar 2:1 in der Südstadt bei Admira Wacker Mödling. Morgen gibt es dann zum Abschluss dieser Runde das Spiel aus Graz von Puntigamer Sturm gegen Scholz-Krödig. Gegen Sonntagsspiel also folgende Situation. Salzburg mit dem Punktemaximum und 6 Zählern auf Position 1. Dahinter Rapid, Innsbruck und Ried jeweils 4 Punkte. Die Austria, der Meister, mit einem Sieg und einer Niederlage auf Position 5. Sturm und Krödig morgen im Einsatz und am Tabellenende die beiden Niederösterreicher, Admira und Wiener Neustadt. Wie geht's weiter mit Fußball auf Sky? Morgen gibt es dann natürlich ab 16 Uhr schon angesprochen Sturm gegen Krödig und danach ab 18.45 Uhr Tock und Tore. Auch das schon mehrfach erwähnt, unter anderem mit den beiden Tabellenletzten, nämlich mit dem Trainer von der Admira, Toni Polster, und dem Sportmanager von Wiener Neustadt, Günter Kreisel. Dazu auch der Gewerkschafter Rudi Nowotny und Spielerberater Max Hagmeier. Thema die vielen arbeitslosen Fußballer aktuell in Österreich. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, bedanke mich bei Toni Pfeffer für die Analysen. Gerne. Ich hoffe, es hat nicht wehgetan. Nein. Ja, die Niederlage der Austria. Ja, ein bisschen schon. Ja, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Und Ihnen natürlich weiterhin schönen Abend mit den Programmen von Sky. Wiederschauen, gute Nacht. Danke, Toni.